Chapter XL. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, liebe Leute, gibt mal wieder was Neues. Ich möchte mal wieder was vorstellen. Wie gesagt, vorstellen. Ich mache keine richtigen Reviews. Das wurde mir letztes Mal schon einer, hat jemand gesagt, ich sollte genaue Daten, Preise und so weiter. Da bin ich immer nicht so. Ich zeige euch einfach immer mal was, was mir so auffällt, was cool ist, was ich selber gerne mag. Und daher seht das für, als meine Meinung an und nicht immer so bindend als pauschale Totschlagsaussage, dass meine Meinung nur zählt. Also das ist meine Meinung. Ihr könnt euch dadurch mal eure Meinung bilden. Seht das als Angebot an. Ja, und das Thema ist heute der Bushcrafter XL von Böker Plus. Der ist gerade neu rausgekommen. Es heißt neu rausgekommen, der ist schon seit irgendwie einem halben Jahr im neuen Katalog drinne. Und nun ist er jetzt endlich lieferbar. Ich habe meinen vor 2 Tagen geliefert bekommen und ich zeige euch den gerne, weil es einfach ein Hammerkracher ist an von Messer, was preislich sehr, sehr, sehr interessant ist. Im Moment, der kostet 89,90 Euro und da bekommt ihr ein ganz, ganz tolles Bushcraft-Messer oder beziehungsweise ein Outdoor-Tool, was äußerst stabil ist. Und nun zeige ich euch das mal. Hier ist der Bushcrafter XL. Designed by Crane Knives und aus Amiland. Und ich finde das toll, dass Böker ist im Moment sehr, sehr innovativ mit seinen Sachen. Ihr habt hier, ich habe den schon ein bisschen benutzt, deswegen wundert euch nicht, dass das so ein bisschen speckig ist, das Messer. Es ist eine 11 cm Klinge, 440C, da kann man nichts dran falsch machen. Das ist wirklich stabiler Flachschliff, nicht ganz super schneidfreudig, aber dennoch so, ich würde mal sagen, in der Regel unkaputtbar. Mit Finger oben, Daumenrampe ist dabei. Ein klassischer Droppoint und entgegen der, ich habe das jetzt nicht nachgemessen, ich habe es einfach mal so von meiner messermacherischen, von meinem Auge, kann ich euch sagen, die 4,2 mm, die irgendwie angegeben sind, stimmen nicht, das sind gute 5,5 mm Klingenstärke. Ein sehr robustes Messer, um die 220 Gramm, also ein sattes Rinderfiletsteak hier und G10, orange G10 Schalen, so ein bisschen pastelliges Orange ist das, nicht dieses knandige Blaze Orange. Und dazu schwarze Liner und ich glaube, das ist hier Alu, was sie als Nieten genommen haben. Ja, 89,90, das ist ein absoluter Knaller. Das Messer ist äußerst stabil, es schneidet gut, liegt gut in der Hand und dazu gibt es eine Kunststoffscheide. Das ist kein Kydex, das Zeug. Das ist irgend so ein thermoplastisches Zeug, ein bisschen weicher. Das reibt sich hier immer ab. Wenn man jetzt ein paar Mal hin und her macht, habe ich hier schon wieder schwarze Bubbles dran. Also da, das ist ein bisschen das, aus meiner Sicht ist die Scheide ein bisschen, naja, dem Preis angemessen einfach, aber es ist nicht so der ganze Hit. Dazu ein Clip, der auch ein bisschen groß ist und ein bisschen wabbelig ist, aber es funktioniert einfach. Das Messer funktioniert mit dieser Clipscheide. Ich habe die jetzt auf Crossdraw, ich wieder Linkshänder, kann das dann so an meinem Gürtel festmachen. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Schnippeltests. Das Messer schneidet, wie jedes Messer auch irgendwie gut schneidet, das einen Flachschliff hat und die sekundäre Schneidphase ist nicht allzu groß, sie ist nicht super fein, sie ist genau in der Mitte, wie es sein soll. Also aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung, geiles Messer, kauft es euch, wenn ihr irgendwie einen neuen Bushcrafter sucht oder ein stabiles Outdoor-Messer, ist es bestimmt auch ein rattenstarkes Jagdmesser, 440C, meist hat er ein 58, 59 Rockwill, das ist so die eierlegende Wollmilchsau unter den Stählen, absolut rostresistent, da habt ihr wirklich was Gutes. Ja, das war's auch schon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach eine Vorstellung. Bis dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Schauen.